Guten Tag, mein Name ist Andreas Katzmierczak und ich begrüße Sie in unserem Live-Studio. In diesem Video möchte ich Ihnen die neuen Funktionen des Programms Print2CAD 2017 vorführen. Und das ist jetzt ja das erste Video, was wir jetzt in einem ganz neuen Studio von uns machen. Sie können uns an diesem Studio auch in unserem Live-Webinar immer wieder erleben. Ich glaube, zurzeit bieten wir das immer am Donnerstag um 2 Uhr. Glaube ich, das ist Ihre 16 Uhr. Ich werde jetzt Ihnen die neue Funktion des Programms Print2CAD 2017 vorführen. Ich werde jetzt hier das Programm Print2CAD starten und jetzt schauen Sie mal bitte Dateiauswahl und jetzt werde ich hier eine PDF-Datei auswählen. Ich starte unseren internen PDF-Viewer und dann sehen Sie, das ist eine typische Konstruktionszeichnung als PDF-Datei. Wir haben jetzt gerade eine wunderschöne neue optische Zeichenerkennungsfunktion hier eingebaut in diesem Programm und das möchte ich jetzt gerade Ihnen alles vorführen. So, erste, was ich jetzt hier machen möchte, ich nehme einfach diese Datei und drücke einfach hier den Knopf Start und ich zeige Ihnen, wie das Programm einfach mit Standardeinstellungen diese Datei konvertiert. Hier starte ich jetzt hier in unseren internen Viewer und mit diesem internen Viewer werde ich hier schon die Dateien schon jetzt angucken und jetzt schauen Sie mal bitte, das war imstande, das Programm sofort als Text zu erkennen. Sie, weil das auch native PDF-Texte waren, aber alles, was in dieser Tabelle war, hat das Programm hier nicht mehr als Text erkannt. Schauen Sie mal bitte, da sind jetzt komische hier Linien und hier kommen, sehen Sie, das sind eher Umrisse der Texte als die Texte selbst. Was passierte? Ja, die Ursache ist, das zeige ich Ihnen nochmal in dem Viewer, dass das hier alles der native PDF-Text ist. Sehen Sie das hier? Und solche Texte ist also relativ leicht zu erkennen, aber das, was Sie jetzt hier alles in der rechten Ecke sehen, sind sogenannte nicht-native Texte. Das Rasterbild hier und das ist einfach ein Pixelbild, was die ganze Tabelle darstellt und hier ist ein Pixelbild, was die Texte darstellt. Das kann noch extremer sein. Ich werde jetzt hier eine andere Datei eröffnen und schauen Sie mal bitte, das kann sogar so extrem sein wie hier, dass das zum Beispiel die nativen Texte sind, sehen Sie? Die sind normal, leicht zu erkennen, aber diese Texte sind keine native Texte, sehen Sie, diese Texte hier als Linie dargestellt. So, diese Texte sind dargestellt als Rasterbilder und diese Texte in der PDF-Datei sind dargestellt eher als Schraffuren. Das können Sie sehen hier an diesen zerfransten Rändern in dieser PDF. Also da sind keine Texte, die echte Texte sind. Und jetzt schauen Sie mal bitte, das kann Sie auch sehen. Das sind jetzt hier die echten Texte. Da sind Rasterbilder. Da sind hier Linien. Und da sind Flächen. Und jetzt das alles als Text zu erkennen, ist eine große Kunst. Sie brauchen nur auf Optimierung zu gehen. Texterkennung. Und hier schalten Sie automatische OCR-Texterkennung. Und hier entscheidet, das sind die horizontale Texte. Hier können Sie Texte in Pixel verändern und mit dieser automatischen Texterkennung brauchen Sie nichts anderes zu machen, als jetzt nur den Startknopf zu drücken und das Programm kann jetzt in der neuen Version solche Texte automatisch erkennen. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Jetzt kommt dieser ganze Hauptvorgang der optischen Zeichenerkennung. Das dauert hier noch ein bisschen. Jetzt sehen wir den Output und jetzt schauen Sie mal bitte, was passierte. So, jetzt haben wir unter Elementart diese Texte absolut als echte Texte erkannt. Sehen Sie? Sogar diese Linientexte sind zu echten Texten geworden. Sogar diese Schraffuren sind zu echten Texten geworden. Sehen Sie? Schauen Sie mal, wie diese Fitting, wie das jetzt aussieht. So, das ist ein echter Text. Auf diese Art und Weise brauchen Sie jetzt keine großartige manuelle Arbeit. Und wir erkennen Ihnen alle möglichen Texte in der Zeichnung. Mehr zu den Texten sehen Sie bitte im nächsten Video. Dort werde ich Ihnen zeigen, wie Sie vorgehen, wenn Sie in einer Zeichnung jetzt gemischte, horizontale und vertikale Texte haben. Okay?